Sie strahlt bis über beide Ohren, sieht super aus. Wer Fiona Erdmann sieht, könnte denken, dass die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin wunschlos glücklich ist. Doch weit gefehlt. Zu ihrem Glück fehlt dem Model nämlich eine ganz bestimmte Sache. Ich wünschte mir natürlich irgendwie Kinder. Ich bin also jeder, der mich ein bisschen kennt und der mein Leben so ein bisschen beobachtet hat, der weiß, dass ich absoluter Kinderfanatiker bin und dass ich Kinder über alles liebe und mein Herz da drin auch einfach aufgeht. Und ich auch häufig mit meinem Mann darüber rede, dass ich so irgendwie das Gefühl habe, dass der einzige richtige Job, so für den ich auf jeden Fall bestimmt bin, der einer Mutter ist. Das klingt überzeugend. Und dennoch ist die 25-Jährige immer noch kinderlos. Der Wunsch scheint riesig zu sein. Warum also klappt es nicht? Ich weiß aber im Moment, dass die Zeit halt einfach total schlecht ist. Also wir sind beide berufstätig. Er hat einen Job, wo er nachts meistens arbeitet und dann tagsüber zur Hälfte schläft. Ja? Dann bin ich weg, dann ist er weg. Dann ist es immer ein absolutes Hin und Her bei uns. Dabei hat Fiona den richtigen Mann für den Kinderwunsch längst gefunden. Seit 2011 ist sie mit Mohammed verheiratet und der hat klare Vorstellungen in Sachen Kinder. Er drängt mich auf absolut nicht, nein. Also, aber er sagt schon, ich möchte gerne Kinder und wann denn endlich und so. Also der ist schon so, dass er doch eigentlich schon viel länger möchte, als ich das schon, weil er ist ja auch ein paar Jahre älter als ich. Bei so viel Sehnsucht auf Nachwuchs hoffen wir, dass der Wunsch bald in Erfüllung geht. Eine gute Mama wäre Fiona bestimmt auf jeden Fall.